Hi Leute, ich bin die Ronja und heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch all unsere Maschinen auf unserem Hof. Denn eins habe ich ja schon gelernt bei 100 Hektar Heimat. Das, was ihr sehen wollt, sind Maschinen. Und wie ihr sehen könnt, ist mein Fuhrpark ganz besonders. Mein Betrieb ist nämlich ein bisschen kleiner, aber darum stehen hier bei mir Schätzchen, die haben Josie und Michel schon lange nicht mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 100 Hektar Heimat. Wenn ich euch jetzt einfach meine Maschinen so zeigen würde, wäre das ja ziemlich langweilig. Drum machen wir daraus ein beliebtes Spiel und zwar Preise raten. Preise raten. Bei jeder Maschine, die ich euch zeige, muss der Redakteur hinter der Kamera erraten, was das Ding mal gekostet hat. Jonathan hat ja schon öfter Preise raten gespielt, aber nur mit modernen Maschinen. Drum glaube ich, hat das mit meinen alten Schätzchen nicht so einfach. Jonathan, bist du bereit? Ja, bin ich. Dann holen wir mal meine Schlepper, A wie Abfahrt. Abfahrt. Ist schon geil. Hier sind sie, meine Schlepper. Wer fährt, führt. Das sind unsere drei Schlepper. Es gibt sogar noch einen vierten, der ist aber im Moment in der Werkstatt und deswegen auch nicht fahrbereit. Ich bewirtschafte 14 Hektar. Für Weibertshausen ist es ganz okay. Wenn ihr wissen wollt, was auf meinem Betrieb so abgeht, dann schaut doch mal in das Video rein. Also genug gequatscht. Jonathan, hier links, da steht der erste Schlepper. Das hier ist ein Geräteträger. Das ist die Abwandlung zum normalen Schlepper. Der Schlepper hier ist unser tägliches Arbeitsgerät für Mäh- und Erntearbeiten. Allrounder. Wie alt ist der denn? Baujahr 1993. Der ist so alt wie mein Bruder. Aber Jonathan, jetzt bist du dran. Was denkst du, kostet mein gutes Stück? Ich würde sagen, ihr habt dafür 40.000 Mark bezahlt. Nein. Falsch? Falsch. Zu Eurozeiten haben wir damals 18.000 Euro bezahlt. Hier vorne wäre eigentlich die Motorhaube, aber hier kann ich viele Anbaugeräte anbauen, da sich der Motor hier drunter befindet. Wir zum Beispiel haben hier vorne den Frontlader angebaut. Dadurch habe ich viel mehr Sicht, als wenn ich eine Motorhaube hätte. Ach ja, und übrigens Leute, Geräteträger werden gar nicht mehr gebaut. Die kann man nur gebraucht kaufen. Und so wie er jetzt hier steht, würde ich wahrscheinlich 20.000 Euro noch bekommen. Das ist super krass, weil der Schlepper an sich richtig wertstabil ist. Wenn ihr kein Video mehr von 100 Hektar Heimat verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und lasst die Glocke läuten. Erstmal ein bisschen Morgensport hier, ne? Peace. Und das hier ist mein absoluter Lieblingsschlepper, über den geht nichts. Der hört sich nach was an, er schnurrt wie ein Kätzchen, er hat ordentlich Hubraum und zeigt immer eine schwarze Fahne. Und ich sag ja, wenn die schwarze Fahne weht, weiß ich, dass was vorwärts geht. Also Jonathan, let's fetz, was kostet mein gutes Stück? 10.000 Euro. Fast, du bist nah dran. Gekostet hat er 8.000 Euro, so wie er jetzt hier steht, 8.000 Euro. Oha, ist ja günstig, ist ja richtiger Schnapper. Richtiger Schnapper. Den Schlepper haben wir 2011 gekauft und zum aktuellen Zeitpunkt hat er 6.500 Stunden. Im Vergleich zum vorherigen Schlepper ist er gerade erst mal eingelaufen. Der hat ordentlich Hubraum und guckt mal hier, 6 Zylinder. Der hat ja schon große Schlappen, aber wenn es nach mir gehen würde, dann wären die noch größer, denn hier ist noch Luft nach oben. Wir haben uns noch eine Druckluftanlage nachgerüstet, jetzt kann ich auch ordentlich Hänger ziehen. An alle, die alte Schlepper genauso abfeiern wie ich, lasst mal einen Traktor-Emoji in den Kommentaren da. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier die ganze Zeit dreht, hier in Bayern sagen wir Schlepper oder Bulldog und nicht Trecker. Ich habe nur alte Maschinen, weil ich eine neue Maschine bei meiner Betriebsgröße gar nicht auslasten kann. Aber mit ein bisschen Wartung und viel Liebe sind auch die wertstabil. Und schnurren wie ein Kätzchen. Aber jetzt wird es noch ein bisschen moderner, denn ich zeige euch den Schlepper von meinem Bruder. Das ist der Schlepper von meinem Bruder. Jonathan, was hat der gekostet? Habt ihr den gebraucht gekauft? Wir haben den gebraucht gekauft, ja. Okay, ich habe ja schon aus meinen letzten Versuchen gelernt. Ich würde sagen 50.000. Falsch. Mal wieder falsch. Sag mal, wie teuer war er? Gekauft haben wir den für 22.000 Euro. Hä? Wie kann das denn sein? Ist es nicht viel teurer als die anderen? So wie er hier steht, so sah der zum Kaufzeitpunkt noch gar noch nicht aus. Darum war der auch so billig. Und wir haben dann richtig viel Arbeit und Liebe reingesteckt. Der Schlepper hier ist eigentlich ein richtiger Allrounder. Mist fahren, Gülle fahren, mähen, schwaden, silieren. Für alles einsetzbar und wenn ich den mal brauche, dann leihe ich mir den auch von meinem Bruder aus. Bei meinem Schlepper habe ich ja schon Druckluft nachgerüstet, jetzt kann ich hier schon viel mehr machen.
Aber bei dem hier geht noch viel mehr. Der hat noch mehr Hydraulikanschlüsse, Isobus, Druckluftanlage und auch noch eine Kugel. Wenn ich mich zwischen alt und neu entscheiden müsste, dann würde ich immer die alten Schlepper wählen. Warum denn das? Weil besser. Was soll ich denn da sagen? Duh. Aber Schlepper alleine bringen auch nichts. Jetzt zeige ich euch unsere Anbaugeräte. Mein Bruder und ich bewirtschaften ja nur Grünland, darum zeige ich euch jetzt die beiden wichtigsten Geräte bei unserem Hof. Unsere Mähwerke. Wir haben einmal ein Heckmähwerk und einmal ein Frontmähwerk. So wie das Gespann hier steht, mähen wir damit unser Gras für Heu und Silage. Der Unterschied zwischen Heu und Silage ist, Heu ist getrocknet und Silage ist feuchtware, luftdicht verpackt. Jonathan, du bist dran. Was hat es gekostet? 13.000 Euro. Du bist dieses Mal sogar richtig gut dran, Dodden. War es richtig? Fast. Wie teuer war es denn wirklich? Gekostet hat es wirklich 12.000 Euro. Zum Kaufzeitpunkt waren 12.000 Euro ein richtig guter Preis, aber mein Bruder hat auch richtig gut verhandelt. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das Ganze schon wieder 3.000 Euro teurer. In guten Jahren schneiden wir unser Gras 3 bis 4 Mal. Dieses Jahr war es aufgrund der Trockenheit nur 2 Mal. Michel hat ja zur Dürre auch schon mal ein Video gemacht, das gibt's hier. Hiermit schwader ich mein Gras nach dem Mähen. Jonathan, was kostet das gute Stück? Das ist ja schon ganz schön groß. Ich sag 55.000 Euro. Da bist du sogar richtig. Mittlerweile sind wir sogar bei 50.000 Euro. Nice, endlich mal was richtig geraten. Bin stolz auf dich. Den haben wir für 45.000 Euro gekauft. Wie bei Philipp mit dem Güllefass haben wir den in der Gemeinschaft mit 4 Betrieben. So kann ich mir auch als kleiner Betrieb mit wenig Hektar trotzdem ein großes Arbeitsgerät leisten und bin ziemlich schnell in der Flächenleistung. Also der Grasschnitt läuft bei mir eigentlich so ab. Ich schaue zuerst aufs Wetter, wann will ich mähen, dann entscheide ich, mähe ich alles, mähe ich nur die Hälfte, mähe ich nur einen Teil. Wenn ich das entschieden habe, fahre ich los, mähe meine Fläche, lasse es maximal einen Tag liegen. Dann komme ich mit dem Schwader, schwader eigentlich mein Gras zusammen und rufe an dem Tag auch noch mein Lohnunternehmen an und sage, ich hätte gern die und die Durchschnittsgröße von den Siloballen, die lasse ich dann machen. Dann warte ich ein paar Wochen und dann kann ich anschließend gleich füttern. Ist ganz einfach, kann jeder. Komm mal mit, ich zeig dir, wie so ein Schwader funktioniert. Wir haben hier unsere 4 Kreisel. Die 2 vorderen Kreisel sind größer wie die 2 hinteren. Und ich kann auch die Arbeitsbreite von dem Schwader selber variieren. Wenn ich jetzt auf eine Fläche fahre, dann ist praktisch auf der ganzen Fläche das Gras verteilt. Und der klappt dann praktisch auseinander, wird dann waagrecht eingestellt, dass alle 4 Kreisel auf gleicher Höhe sind. Und somit habe ich dann auch keine Verschmutzung im Futter und habe beste Qualität. Und der kratzt mir das praktisch mit kreisenden Bewegungen zusammen. Und in der Mitte praktisch, wo die Kreisel wieder zusammenkommen würden, da liegt dann praktisch mein Gras. Ich habe praktisch eine Spur und habe da trotzdem 10-15 Meter auf einem Meter, sag ich mal, schwarz zusammen. Mit diesem Gespann fahren wir jeden Tag auf eine Wiese und holen da frisches Gras für unsere Tiere. Mit dem Mähwerk mähen wir das Gras und anschließend wird es hinten aufgeladen. Das zeige ich euch jetzt. Das Gras, was wir vorne mit dem Mähwerk abgeschnitten haben, laden wir dann hier mit der Pickup auf. Hier dort sind Zinken, die befördern das Gras auf den Ladewagen. Das Gras, was mit der Pickup auf den Ladewagen kommt, wird zum Schluss hinten mit dem Kratzboden abgeladen. They see me rolling. Den Ladewagen habe ich letztes Jahr Gebrauch gekauft. Jetzt bist du dran, Jonathan. Was hat er mich gekostet? Ich sage 5.000. Falsch. Ich habe für den Ladewagen, wie er jetzt hier steht, 1.200 Euro bezahlt. Den habe ich online gesehen und den brauchte ich. Also bin ich dahin gefahren, habe den angehängt, Geld abgegeben, bin wieder nach Hause gefahren. Tada, jetzt habe ich einen Ladewagen. Gebrauchte Maschinen können sich manchmal richtig lohnen. Wie krass der Unterschied ist zwischen Gebraucht und Neukauf, zeige ich euch jetzt. Da ist er, unser alter Hoflader. Ich habe euch ja gesagt, ich zeige euch den Unterschied zwischen Alt- und Neumaschinen. Und dafür holen wir jetzt mal den neuen Hoflader von meinem Bruder. Da ist er. Eigentlich beide ziemlich identisch, nur hat der Lader von meinem Bruder einen Teleskoparm. Aber beide kommen für die gleichen Aufgaben zum Einsatz. Jonathan, was habe ich für meinen gebrauchten Lader bezahlt? Du bist ein Sparfuchs. Du hast 2.500 Euro ausgegeben. Leider bist du da richtig weit weg von dem, was ich wirklich bezahlt habe. Bezahlt habe ich nämlich wirklich 15.000 Euro. Was? Ja. Neue Chance, neues Glück. Jonathan, wie viel hat mein Bruder für seinen neuen Lader bezahlt? Ich sag 55.000 Euro. 55.000 reichen nicht, aber ich will ja nicht so sein, du kriegst noch mal eine Chance. 120.000.
und da bist du einfach viel zu weit weg. Wieder mal. Gekostet hat er wirklich 74.500. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was bekomme ich für 60.000 Euro mehr, eigentlich nicht viel, bis auf den Teleskoparm. Ich komme mit meinem Lader nicht so weit nach oben wie mein Bruder. Aber wenn ich ja mal die Gelegenheit habe, dass ich weit nach oben muss, dann hole ich mir einfach den von meinem Bruder. Von Michel weiß ich ja, dass auch bei dem viel Gebrauchtmaschinen rumfahren. Wie ist es bei euch? Fahrt ihr lieber Gebrauchtmaschinen oder Neumaschinen? Moderne Technik zum Abschluss. Hier der Miststreuer. Ich halte all meine Tiere auf Stroh. Und wenn ich meine Tiere ausmist, dann habe ich ein Gemisch aus Stroh, Hahn und Kot. Und das ist klassischer Mist. Und drum hole ich mir den Miststreuer. Das ist aber nicht mein eigener, den leihe ich mir immer beim Maschinenring aus. Für mich als kleinen Betrieb ist das eine gute Möglichkeit, moderne Maschinen einzusetzen und ich muss mir damit nicht alle Maschinen selbst kaufen. Einfach und kompetent. Ich miete ja den Miststreuer und das funktioniert so. Der Miststreuer hat einen Zähler. Wenn ich den auf einem anderen Betrieb hole, lese ich praktisch den Anfangsstand ab, notiere mir den Anfangsstand und die Differenz zum Endstand sind die Fuhren, was ich gefahren habe. Und jetzt du, Jonathan, was bezahle ich für eine Fuhre Mist? Ich würde sagen 25 Euro. Fast nah dran. Tatsächlich bezahle ich pro Fuhre nur 21,50 Euro. Bei dem Miststreuer ist es so, oben ist der Mist drin. Der wird dann mit dem Kratzboden nach hinten befördert und da sind zwei Walzen drinnen mit Messer, die den Mist zerkleinern und der fällt dann da drauf und mit den Tellern bringe ich praktisch den Mist auf die Fläche schön und fein aus. Mit dem feinen Streuwerk kann ich meinen Mist auf 15 Meter Arbeitsbreite verteilen. Drum fahre ich auch lieber Gülle. Gülle ist bodennah, Gülle ist gut, richtig kubik schäbern. In der Winterschule war ich die Gülle-Queen, weil ich das Mädchen war, was am meisten Kubik gefahren hat. Also Jonathan, das lief jetzt nicht so gut. Das üben wir noch ein bisschen, da ist noch Luft nach oben. Aber Leute, schreibt doch mal mir in die Kommentare, wie viel Preis ihr richtig geraten habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Hier oben findet ihr noch ein Video von 100 Hektar Heimat. Und darunter gibt es noch ein Video von Hype Culture, warum Rapper Bargeld lieben. Ciao!